worauf ihr euch heute hier eingelassen habt. Wie haben die bekloppten Deppen es eigentlich geschafft, euch hierher zu locken? Seid ihr bereit? Ja! Seid ihr bereit? Ja! Na dann, willkommen zur bekloppten Zeit! Wir kennen das aus Akte X. Doch Mulder rufen hilft da nix. Das kommt von Strahlen aus dem All. Und plötzlich, dann ist Karneval. Auf einen Schlag werden alle dämlich, denn das befiehlt das Datum nämlich. Es ist die Zeit der tollen Tage, so eine Art Idiotenplage, eine Verschwörung, blöd zu werden, die jährlich um sich greift auf Erden. Eiware Ausgebot der Hölle und Ausgangspunkt davon ist Kölle. Denn dort gibt's nicht nur RTL, das Fernseheinheitsbreikartell, sondern auch jede Menge Jecken, die sich auf Nasen Pappe stecken, im Teufelssekten sich gruppieren, danach zum Elverrad mutieren und dann muss selbst das döfste Schwein dort auf Kommando glücklich sein. Auf einmal tun in allen Ländern die Leute sich ganz schlimm verändern. Sie gehen sich hemmungslos besaufen und fremde Menschen Freibier kaufen. Schmeißen sich Bonbons an die Schädel, betatschen Jungs und auch die Mädel und tun einem jeden, den sie sehen, ganz furchtbar auf die Eier gehen. Tere! Sie tun nur noch in Reimen sprechen und sind so witzig, man könnte echt brechen, bewegen sich in Polonesen, als trügen sie Gehirnprothesen. Man möchte ihnen im Vertrauen am liebsten auf die Fresse hauen. Ja. Doch was soll man dagegen machen? Soll man vielleicht darüber noch lachen? Es hilft kein Schreien und kein Schimpfen. Man kann sich nicht mal dagegen impfen. Die Macht der Doofen ist so stark, als dass man sich zu wehren vermag. Bitte. Am besten ist's, man bleibt zu Haus und sperrt den Wahnsinn einfach aus. Man schließt sich ein paar Tage ein und lässt die Blöden blöde sein. Der Trick ist, dass man sich verpisst, bis wieder Aschermittwoch ist. Wieder. Und steht ein Zombie vor der Tür mit so einem Pappnasengeschwür und sagt statt Hallo, Hello, dann dreht sie um, die dumme Sau, und tritt ihr kräftig in den Arsch und ruft dabei nach Hallamarsch. Ich bin hier, um keine Flügel mehr anzuholen, hier.